Mal schauen, ob wir noch weitere Räume finden, die wir erkunden können. Im Verteidigung in die dunklen Künste rauben. Gab es noch ein. Ich glaube, da haben wir ja die Tür aufgeschlossen, aber ging es noch nicht weiter, weil wir aufgehalten wurden. Oha. Wir waren auch noch nicht drin. Ausrüstungsplätze sind voll. 15. Februar 1851. Der Blick in die Kristalle heute Morgen war äußerst entmutigend. Zunächst war ich begeistert, das Zaubereiministerium in meiner Zukunft zu sehen. Das Atrium erschien mir so klar wie der helle Tag. Ich habe immer davon geträumt, dort zu arbeiten. Als ich das Atrium jedoch in ein Meer von Besen auflöste, endlose Reihen von Besen, schlug meine Freude in Verzweiflung um. Bin ich für eine Zukunft in der Besenregulationskontrollamt bestimmt? Die Langeweile würde mir den Gesang eines Fuppers um meinen Verstand wetteifern. Für den Moment muss ich akzeptieren, dass ich einfach nicht von Natur aus zum Wahrsagen berufen bin. Aber vielleicht habe ich ja die Fähigkeit, etwas zu spüren. Wahrscheinlich schon. Wie die ehemalige Kurzprofessorin für Wahrsagen. Ein Fupa müssen wir auch noch irgendwie heute auffindig machen, würde ich sagen. Weil es ist das letzte Tier, was wir noch nicht gefangen haben. Runter wollen wir. Hoch. Oben gibt es nichts mehr zu sehen. Tiefe Nacht hier noch kurz. Gibt's hier noch was, wo wir reinschneiden können? Rätsel könnten wir noch lösen. Allerdings die Platten dafür nicht. Ach, da ist einer. Und der andere ist hier. Okay, da müsste ich noch mal. Das habe ich mal abfotografiert. Okay. Hier haben wir 13. Diese Art von Spende ist 8. Also 13 minus 9. Ist 4 und die 4 ist irgendwie so ein komischer Kauz. Also die. Oh, hier ist eine Motte. Wo geht die hin? Dieser Kauz hier. Ich brauche mal jetzt. Dreiköpfige Schlange, wahrscheinlich Basilisk. Ist 3. 21 minus 13 minus 3. Macht 5 und die 5 ist eine Akromantula, eine fette Spinne. Eine Kurztreppe. Eine Klamotte, die wir nicht tragen können.
Wahrscheinlich alles Downgrades. Da sehen wir dann den Raum der Wünsche. Aber jetzt von den nicht identifizierbaren Gegenständen noch. Was bringt? Oh, was haben wir hier? Erkundungen. Und hier was freigeschaltet. Neuer Look. Geheimnis von Hogwarts. Ach, stimmt. Hier ist noch ein dritter. Drittes Geheimnis von Hogwarts, was wir erkunden müssen. Ja, das könnte man jetzt hier noch auf 100% bringen, aber. Ja. 60%. Selbst wenn das benotet wird, ist das bestanden. Ah, ich weiß schon, wo die Mutter hingehört. Hier war doch irgendwo eine Mutter, hier war eine Mutter. Lumos. Immer links. Wir haben einen Ravenclaw-Turm. Oder auch nicht. Wir sind nur bei der Bibliothek. Rage Vikings zum. Rückkammer zum Verteidigung der dunklen Künste, das ist ein Raum. Wir behaupten hier lang. Inzwischen habe ich Hogwarts ja, so lange wie wir hier rumgelaufen sind, so lange wie ich das gespielt habe, habe ich es bald in meinem Kopf. Fühle ich mich hier Schweine zu Hause. Ich habe Skelett ging es vorbei, ja genau dort hoch. Das ist Verteidigung gegenüber dem Dunkelster. Ganz genau. Hallöchen. Ich breche ihn rein. Die Truhe war hier auf Stufe 3. Du verschließt eine Truhe mit einer Stufe 3. Na toll. Die Skillpunkte haben wir keine mehr, mit denen wir die Tasche vergrößern könnten. Es ist jetzt auch zu spät. Alohomora. Ein weiteres Schloss. Revelio. Aha. Ist eine Truhe, natürlich. Revelio.
Das war's hier. Jetzt haben wir es mal gesehen. Wie Sie Renrock erledigt haben, ich bin stolz auf Sie. Oh, fantastisch. Eine Verteidigung, die du gewünscht, deren Stolz auf mich. Beeindruckend. Was haben wir hier? Ein Icon für einen. Ach so, das ist der Rätsel von der Rätselkammer. Und hier ist so ein. Das sind Irrwicht drin. Kleine Rotznasen. Ich lüge einfach. So, nun. Haben die schon geöffnet? Sieht nicht so aus. Jetzt mal Geld. Die fällt gerade wirklich nichts ein, wo wir noch verschlossene Räume hätten. Wir haben eigentlich vieles schon erkundet. Bei Weasley vielleicht. Jetzt bin ich hier irgendwo ihren Raum. Wirklich wunderbar, dass sie so in Kräuterkunde aufblühen. Aha. So, Kräuterkunde sollten wir vielleicht auch noch mal rein. Uns wohl verloren gewesen. Danke, danke, danke. Zu viel der Ehre. Zu viel des Ruhms. Oh, Katze. Da würde ich mal sagen, machen wir uns mal den Raum der Wünsche auf. Da haben wir viele neue Dekorationen gesammelt, die ich nie umgesetzt habe. Ich hätte gedacht, dass ich länger dort zum Verbraucher viel länger Zeit verschwende im Raum der Wünsche. Professor Garlic. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Ach, Professor? Die hängt immer noch Natürlich. Rum. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Professor Garlic ist umspackt. Geht noch nicht registriert. Gibt es bei Ihrer Aufgabe von vor Ewigkeiten schon erledigt haben. Und das Spiel hat's. Wir haben die Quest erledigt. Schade. Eine der Abstellkammern von Hogwarts, was so unter den Tüchern sein mag. Ich laufe einfach mal random durchs Schloss.
tue, so als würde ich wissen, wo ich langlaufe. Da tue ich auch halbwegs. So, Raum der Wünsche, beim Astronomieturm. Das hier ist ein anderer Turm. Das ist der große Turm, der Lehrerturm. Das ist, glaube ich, auf der Karte. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich im Kreis gerannt. Treffen Mentor und Schüler auf. Spät das nachzugucken, aber war das gerade. Ich sehe das Bild. Revelio. Weil sie sagt, treffen Mentor und Schüler. Und weil die Stimme sagt, Mentor und Schüler treffen aufeinander. Ah ja. Rauf ist in einem Kreis gelaufen. Nö, ich nehme die Karte nicht. Ich kann auch inzwischen selbst erkunden. Links. Mal bei meinem Lieblingsprofessor reinschauen. Gut gemacht. Ich war ja erstaunt, Sie in der Schlacht zu sehen, aber wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Wie schön. Überschüttet des Globes. Erstmal schwarze Katze streicheln. Und eine andere schwarze Katze. Studiert er hier? Des Nachts. Geht's, Deeks? Was läuft? Deek, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Auf gar keinen Gewiss. Fall. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Lass das so. Ach, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Deek. Mach's hier mal dran. Deek findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Das auf jeden. Was geschieht? Noch mehr Platz. Das habe ich unbedingt gebraucht. Der Raum der Wünsche war viel zu klein. Achtung, Sarkasmus.
Sonst schauen wir mal hier hinein. Das Einhorn war in einem anderen Käfig. In einem Das war hier drin. Am Freilandgebiet. So, Leute, Küste. Ihr kriegt Verstärkung. Ein weibliches Einhorn. Ja, toll. Gut, also Einhörner kann man nicht. Kann man keine Baby-Einhörner kriegen. Die prämieren uns. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen. Einhornhaar. Du bist auch gestriegelt. Oh, fantastisch. Aber hau das Einhorn nicht um. Ist Raphorn. Oh je, pass auf. Kein Einhorn töten hier. Das wäre ja schändlich. Und einmal füttern. Kniesefell. Pathfinder Force Senior ist auch noch mal gestriegelt. Und gefüttert. Phönixfeder. So, wer hat noch nicht? Wer braucht noch? Verdammt. Das glaubt Professor Howen nie. Na raus mit dir. So, Molly, Futter. Auch für dich. Ja, das ist mit C geschrieben, weil der Name war leider nicht möglich mit U zu schreiben, hat das Spiel, wollte das Spiel nicht haben. Let's go. Ne, Niffler ist keiner hier. Das Blödsinn. So, doch du etwas Futter. Ein Haar von Dondi und von Wolfi.
Hi, Tapsi. Flapsi ist hier drüben. Gespielt. Kannigung. Einmal Bürsten. Wolkenschwinger. Hey, Ambush. Futter wird bestriegelt. Futter wird vor Wolkenschwinger. Das muss sein. Trütenwarzen. Uah. So, ich glaube, wir haben doch hier. Ach, wir kommen wieder rüber. Wo wir die anderen Tiere versorgt haben. Nur noch Zauberanweisungen gekauft sogar. Ja. Ich glaube, da war auch eine Fressstation mit dabei. Ein blauer Niffler. Juno, Max, Futter für den kleinen Dieb, Futter für Juno, Max, du kriegst noch Futter. So, Scheune. Einmal Lumi-Striegeln. Der Seppi dringt sich vor. So, hier. So, Pflegi. Striegelt. Futter für Serpi. Futter für Pflegi. Und Sumi ist noch hungrig. Ja. Nifflerfell. Klaus. So, hey, Prof. Futter für den Prof. Hm, Sarah. Also ich glaube, jetzt haben wir alle versorgt. Zum anderen nochmal gekümmert. Oh nein! Da ist noch ein Vogel. Der Pflegi. Der braucht noch Futter.
Ja, das sieht gut aus. Ich niese. Trikots sind woanders. Nehmen wir den hier. Wir können alle mitspielen. Auch süß, dass Mutkalt mit den Niffler spielt. So muss das. Dick findet sie soll. Soll das Dick unterbrechen? So, das machen wir jetzt hier. Das will ich jetzt aber auch nochmal dazu. Das könnten Tränke sein. Dick hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Na, so viele Pflanzen sind hier noch gar nicht. Mein Fokus-Trank. Dick findet, sie haben große Fortschritte gemacht. Danke, Dick. Oha, die Mäder haben wir hier. Ein Phönix-Gemälde. Da weiß doch, wo das hinkommt. Das muss doch einfach hier irgendwo hin. In der Nähe vom Phönix. Und halt hier hin. Trägt in den Phönix. Was haben wir denn hier schon Schönes? Ein Bücherstand. Und der muss hier hin. Teppich, ja? Naja. Wir haben eine schöne Einhornstatue. Na, die muss aber oben dorthin passen. Beim Einhorngehege. Wenn sie mitten im Weg steht. Na gut, dann halt unten. Dick hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Lass dich ein bisschen bewegen. Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So wie gemacht. Guck mal, ich zurecht. So wie es geht. Schon besser. Naja. Dick findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht.